Miau, willkommen zurück zu To the Moon. Letzte Runde für diese Woche. Platypus. Da hat sie aber wirklich gut drauf aufgepasst. Also meine Plüschtiere, die ich als Kind hatte, sind nicht mehr in dem perfekten Zustand, glaube ich. Obwohl es geht eigentlich. Habt ihr denn noch eure Plüschtiere von, als ihr ein Kind wart? Wahrscheinlich nicht alle, aber vielleicht so ein paar. Ach, ich glaube, das hier wird so schnell nix. Ach je. Das ist eigentlich, wenn man das hier die ganze Zeit verkackt, hilft das Spiel einem dann irgendwann. Ah, jetzt habe ich es, okay. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, dieses Schnabeltier wächst mir so langsam ans Herz. Hauptsächlich aus praktischen Gründen, aber immerhin. Komm schon, Junge, hast du keine Eier? Doch, das schon. Hör mal, vielleicht war das doch keine so tolle Idee. Ach Gott, was soll denn schon passieren? Denk doch mal nach, das Schlimmste, was passieren kann, sie sagt nein. Du schlenderst weiter, als ob nichts wäre. Niemand wird es jemals erfahren. Und alle halten dich immer noch für cool. Und wenn sie jemandem davon erzählt oder mich anschreit, jetzt reiß sie mal zusammen, du Waschlappen. Oder wenn sie ja sagt, aber eigentlich nein meint. Pff, jetzt mach mal halblang. Wer tut denn sowas? Und wenn sie mir eine Enzyklopädie ins Gesicht schmeißt? Ich habe nicht mal einen Helm dabei. Oh Gott, ich bin so dermaßen schlecht vorbereitet. Alter, keine Panik. Bauch rein, Brust raus und hör auf, dich wie ein Waschlappen aufzuführen. Genau, sag ihm, wo es lang geht. Alles wird gut. Dreh dich einfach um. Alles klar. Alles klar. Hey, was tust du? Psst. Hallo. Hallo? Kannst du mich hören? Ja. Wieso hast du da nicht... Ach, egal. Ganz schön cooles Schnabeltier hast du. Was liest du da? Ein Buch. Über Schnabeltiere? Nein. Oh, das finde ich super. Hey, willst du viel Leuchttürme? Was? Es gibt noch genau 16 Leuchttürme mit fresnelschen Linsen in zweiter Ordnung in unserem Land. 9 von ihnen sind an der Küste. Und einer war vor seinem Umbau ein historischer Leuchtturm mit Kerosinlampe. Ach so, darum geht es in deinem Buch? Sag mal, möchtest du vielleicht mal irgendwann mit mir zusammen ins Kino einen Film ansehen? Ich weiß nicht. Schon okay, du kannst in Ruhe darüber nachdenken. Kann ich nicht. Warum? Kein Datum, keine Uhrzeit. Oh, naja, wie wäre es an diesem Samstag um 8? Na? Ja, war, ich glaube, das System hängt. Ja. Oh, klasse. Schon gut. Ich nehme an, die Einzelheiten klären wir dann später.
Tja, ich werde dann mal. Was? Was schaust du mich so erwartungsvoll an? Du meinst sicher, dass ich jetzt noch einmal ausspreche, wie unglaublich peinlich diese Vorstellung war? Vergiss es, den Gefallen werde ich dir nicht tun. Lass ihn doch, er war eben noch ein Kind. Gerade du solltest ja wissen, wie man sich da fühlt. Was soll das denn heißen? Halt die Klappe, wir müssen weiter. Halt die Klappe ist nicht mein Name. Ach ja. Naja, vielleicht, wenn man es aus dem richtigen Winkel betrachtet. Nein, absolut nicht, nicht zu machen. Der ist so fies, ich mag das Schnabeltier. Okay, sie liest jetzt weiter. Ja, schon anstrengend, das Mädel, ne? Was zum Teufel war das denn, Mann? Wieso? Ich habe mich verabredet. Gott, das war ja erbärmlich. An deiner Stelle wäre ich da einfach reingeplatzt und hätte die Kleine sofort klar gemacht. Ungefähr so. Hey, du, ausgehen. Ich, du, jetzt. Das ist einfach schrecklich. Ich weiß, aber es wäre immer noch besser als das, was du da gerade abgezogen hast. Hat sie dir eine Enzyklopädie ins Gesicht geschmissen? Na, hat sie? Halt die Klappe, Mann. Siehst du, ich bin nicht die Einzige, die Leuten immer sagen muss, wann sie die Klappe halten sollen. Und plötzlich fühle ich mich geliebt. Okay. So, was haben wir hier? Kunstunterricht. Leonardo da Vinci hat geübt, indem er Eier malte. Fässer sind wie sehr große Eier. So gesehen werdet ihr alle sehr große Da Vincis. Ja, quasi, ne? Großer Gott, wie konnte ich mich nur von dir überreden lassen, dieses dämliche Fach zu nehmen? Ach komm schon, stell dich nicht an, das macht Spaß. Nur wenn man malen kann. Übungen macht den Meister. Klar, sicher. Nach diesem Schuljahr werde ich nie wieder einen Pinsel in die Hand nehmen. Ist auch ein sehr schönes Fass, das er hier malt. Warum müssen wir überhaupt den ganzen Tag dämliche Fässer malen? Tja, das weiß ich auch nicht. Niemand? Ah, Erdkundeunterricht. Wirklich niemand? Wenn das so ist. River, warum gibst du uns nicht die Antwort? Ich weiß, dass du die Antwort kennst. Wir warten, River. Na schön, da müssen wir wohl... Er stach am 3. August 1492 in See, von der spanischen Stadt Palos de la Frontera aus, die 1322 gegründet wurde und an Alvar Pérez de Guzmán fiel, der zu diesem Zeitpunkt gerade das 14. Lebensjahr erreicht hat. Ist gut, ist gut. Ich wollte nur das Datum. Seht ihr, war das jetzt so schwer? Lieber Himmel, haben alle Leute wie Sie so ein fast fotografisches Gedächtnis? Nicht wirklich, obwohl ich glaube, dass Ihr Mustergedächtnis oft sehr ausgeprägt ist. Tja, ich möchte eigentlich nicht nur mal die Schulbank drücken, glaube ich. Ich meine, ich arbeite ja in einem Schulbuchverlag. Ich glaube, wenn ich heute noch was mit Schule zu tun haben würde, wäre ich gern Grundschullehrer. Da haben wir schöne Bücher. Die sind auch alle noch nicht so schwer. Was ist das hier, Informatik? Psst, sie kommt zu uns rüber. Alt-Tab, Alt-Tab. So, was sagt uns die Notiz? Lebensretter. Ja, das mag stimmen. Alt-F4, Alt-F4. Alt-Tab, Alt-Tab. Okay, ich glaube, hier passiert sonst nichts, oder? Ich kann auch nichts machen. Nur eine kleine Anekdote. Abgeschlossen. Cafeteria, nur in den Mittagsstunden geöffnet. Na gut. Das wär's. Beim nächsten Mal solltet ihr Flaschen mal besser etwas besser sein. Super Sportlehrer. Eine Aula? Die können wir für später gebrauchen. Ich kann nicht glauben, dass die Spielfeldmarkierungen in seinem Kopf rechteckig sind.
auch solche Sätze, ne? Ich hasse Sportlehrer. Meine Sportlehrerin war noch immer so. Deswegen habe ich als Kind auch nie Sport gemacht. Dafür mache ich jetzt total viel. Uff. Na schön, du hast gewonnen. Hurra! Niklas ist schon so einer, hä? Ein Klavier? Ja gut, ist ja auch eine Aula. Werden bestimmt oft Sachen aufgeführt oder so. So, ab in die Cafeteria, Mittagspause. Da ist hier was Besonderes, besonders langweilig nämlich. Ich meine, schau sie dir doch mal an. Wie sie da sitzt, allein, den ganzen Tag mit dieser gruseligen, deformierten Ente als Plüschtier. Das ist keine deformierte Ente, das ist ein Schnabeltier. Ein was? Hör auf, dir Tiere auszudenken. Wie auch immer, sie ist so dermaßen neben der Spur, als wäre sie von einem anderen Planeten oder so. Ich weiß, ist das nicht cool? Sicher, wenn man auf Aliens und solches Zeug steht, dann wahrscheinlich schon. Aber mal im Ernst, wenn du durchgeknallt sein willst, warum hängst du nicht einfach mit den Emus und Gothics rum? Naja, zum einen will ich mir nicht die Haare ruinieren. Und die Tatsache, dass wir schon unsere Schubladen für sie haben, macht das nicht besser. Sieh mal, Nick. Ich will einfach kein durchschnittlicher Junge in einem Ozean durchschnittlicher Leute sein. Warum zur Hölle sollte es denn deine Identität ändern, mit dir zusammen zu sein? Ich meine, du wärst dann einfach ein Typ, der mit einem schüchternen Mädchen rumhängt. Sie ist nicht einfach nur schüchtern, Nick. Irgendetwas an ihr ist anders. Naja, anders zu sein ist auch nicht immer so toll. Weißt du denn überhaupt, ob sie das wirklich will? Anders sein? Vielleicht will sie einfach nur dazugehören, so wie alle anderen auch. Und wenn das so ist, wäre es nicht hilfreich, sie in die andere Richtung zu drängen, oder? Hör mal, Nick, die Sache ist die. Ich weiß, was ich brauche. Und dieses Mädchen hat es. Also willst du sie, weil sie etwas hat, aber nicht um ihrer selbst willen? Das ist eiskalt, Mann. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Ich weiß es. Ich glaube übrigens, du hast Unrecht. Die Menschen sind nicht so durchschnittlich. Jeder ist auf seine Art etwas Besonderes. Das erzählen doch nur irgendwelche Omas. Moment mal. Dieser Typ ist also eine Art Hipster, der sich an andere Menschen dranwanzt. Das ist irgendwie, verstörend. Weißt du, manchmal möchte ich unseren Kunden eine ordentliche Kopfnuss verpassen. So ist die Highschool. Jeder ist ein Bastard. Aber hey, willkommen im Club. Warte mal, darum ging es also bei dem Gespräch an der Klippe? Vermutlich. Dann kriegte sie einen Sprung in der Schüssel und begann, diese unheimlichen Hasen zu basteln, stimmt's? Weil er ja diese ewig zurückliegende Sache gebeichtet hat? Man könnte sie durchaus als nachtragend bezeichnen. Nein. Mein Gefühl sagt mir, dass da noch mehr ist. Dann hol schon mal deinen Hut, Sherlock. Komm, ich glaube, unsere Mitfahrgelegenheit lehnt da vorne am Tisch. Ich glaube auch, dass da noch mehr ist. So, klar, der Rucksack ist das Memento. Ich beneide ihn. Sein Schulfreund war immer noch da, als sie beide schon grau wurden und half bei Umzügen mit dem Piano. Ich wünschte, ich hätte auch noch Kontakt zu den Freunden aus meiner Kindheit. Ja, da hat sie nicht recht viele. Kontakte brechen ja wirklich leider irgendwann ab. Auch gar nicht unbedingt böswillig. Von den Hintergründen mal abgesehen, ist es ziemlich erstaunlich, dass die beiden tatsächlich in der Highschool zusammenkamen.
Wie viele von diesen Pärchen bleiben heutzutage schon länger als einen Monat zusammen, hm? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Mit meinen Mädels lief damals alles glatt. Aha. So glatt, dass sie mir im Handumdrehen alle wieder entglitten. Klingt, als könnte es stimmen. Jedes Mal, wenn dieses Ding auftaucht, ist ein kostenloser Memory Link mit dabei. Ich liebe es. Wahrscheinlich ist die Narbe, die es auf seiner Seele hinterlassen hat, mindestens so groß wie die auf meiner. Okay, ich glaube, wir haben schon alles. Okay. Das machen wir schon mal. Gar nichts? Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Mir geht's gut. Kame. Oh Gott, was zur Walnuss? Kame. Hey. Uncool ever. Nochmal. Man stellt niemals jemanden in einem Kamehameha. Was? Okay, so, das Memento ist fertig. Am Montag bereiten wir es vor und aktivieren es. Ich bin sehr gespannt, was nächste Woche hier noch alles passiert. Ja, wie gefällt euch die Geschichte bisher? Ich danke euch sehr, dass ihr hier dabei wart. Habt ihr denn noch Kontakt zu den Leuten aus eurer Highschool? Ich zu manchen schon noch und das finde ich auch sehr schön. Aber nicht mehr so viel, wie ich vielleicht gerne hätte. Naja, so verstreut es sich eben irgendwann. Ist ja auch schon fast 10 Jahre her, dass ich Abi habe. Naja. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende. Ich glaube, dieses Wochenende ist schon Gamescom, oder? Vielleicht sehen wir uns ja morgen samstags auf der Gamescom. Also, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Genießt euer Wochenende und bis Montag bei To the Moon. Tschüss.